So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Legend. Wir sind bei Folge 32 oder so in der Art. Und heute nehmen wir mal ausnahmsweise am Tag auf, wo ganz, ganz viele Leute wieder da sind. Es gab auch ein kleines Update interessanterweise. Und dieses Update sagt... Test. Niemand konnte dich hören. So wie es aussieht, also dass jetzt ab sofort Elfen vor den Namen stehen, ist klar. Aber so wie es aussieht, kann man ab sofort, wenn man quatscht, nur noch mit den Leuten quatschen, die in der entsprechenden Umgebung von dir sind. Das heißt, wenn irgendwo denn einer rumläuft, der kann dich gar nicht hören, weil er eigentlich viel zu weit weg ist. So wie es aussieht. Also ich kenne nicht genau die Patchnotes in diesem Sinne, was genau passiert ist, aber ich vermute es jetzt gerade einfach mal. Hab ich gerade gemerkt, dass ich drauf bin. Nö! Fehlt was? Ansonsten muss man halt anwispern oder halt mit jemandem quatschen, wenn er in der Nähe ist. Ich denke mal, das ist halt einfach gemacht worden, damit der Chat nicht so, ne, völlig Eskalation ist und alles zu voll ist und was ich nicht alles. Und ja, ich sollte eventuell eine Verbesserung sein. Und da hinten habe ich auch noch was gesehen. Da baut einer ganz fancy fancy irgendwas, so wie es aussieht. Was ist denn das? Ah, da hat schon einer was gebaut. Mein Gott. Nee. So oft, wie ich vom Baum gefallen bin. Ich gucke mir das gerade mal an. Sieht nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Mal gucken. Hab ich nicht gesehen, dass er denn in einem Tag oder so hochgezogen, glaube ich. Und ich hau mal kurz die Melone hier auch mit weg. Der ist irgendwie aus Versehen eingesammelt und egal. So, und zwar da oben baut einer auf dem Baum drauf. Ja, gar nicht mal so schlecht. Obwohl. Ja, zum Thema Elfenhütte und so. Ne, egal, lass ich gelten. lass ich gelten. Und ja, wir sind ja auch noch am Basteln und, oh, voll das kleine Grundstück. Also der hier wohnt, hat echt die Arschkarte gezogen, weil es ist so klein. Und steht noch gar nichts da. Von Mars 36. Okay. Dann geht's mal rüber. Ich glaube, hier waren teilweise noch andere Grundstücke oder, nein, der ist noch da. Legolas EP lebt auch noch. Ist voll die kleine Hütte hier. Wie kann man auf so einem engen Raum wohnen? Ich würde mich so voll eingeengt fühlen. Guck ich das mal an. Hier winzig, das ist hier zwei Kisten, ein Bett. Zwei Öfen und das war's schon. Das ist ein ganzes Haus. Viel zu klein. Egal. Naja, ich muss ja nicht drin wohnen, von daher. Dem passt's halt und heute sind wir weiter natürlich hier drin und bauen das Ding hier weiter aus. Wir wollten den Zaubertisch hier reinsetzen und ich habe ja schon mal die Form letztes Mal vorgezeichnet. Das soll so aussehen. Sollte, denke ich mal, gehen vom Raum und ähnlichem und ja. So, dann müssen wir uns aus den Kisten erstmal die Zutaten zusammenklauben für unseren Tisch. Und dafür brauchen wir zwei Dias, hier rausgenommen, das Inventar ist hier so schön sortiert. Und ich weiß mal nicht, wo jetzt, warte mal, habe ich das andere? Ich glaube, ich habe nämlich alles unten einsortiert, es muss noch was oben in den Kisten, sonst hätte ich die nämlich schon mit abgebaut. Die war noch nicht fertig, deswegen, ich weiß nicht genau, welchen Bestand schon mitgenommen, welchen nicht. Also es kann sein, dass Obsidian noch oben ist. Habe ich Obsidian noch oben? Just Blades, Shinebooks, Farmstuff. Ja, Obsidian müsste noch oben sein. Und ein Buch. Und ein Bücher müssen wir auch noch oben haben, falls ich jemals welche bekommen habe. Hier gab es noch eine Kiste von Geomax 7. Der hat ein paar Blätter gesponsert. Ich habe gesagt, okay, Blätter. Ja, Blätter sind okay. Weil Blätter brauche ich immer wieder. Und so wahnsinnig, der Wahnsinn ist es jetzt auch nicht. Da sind Bücher. Ein Buch nehme ich mit. Und Obsidian ist da noch drin. 1, 2, 3, 4. So. Da kommt da der Zaubertisch hin. Gut, ich muss natürlich aufpassen, auch wenn hier unten die Schmiede ist. Ich weiß nicht, ob ich den Amboss öffentlich stehen lassen will, weil er wird benutzt, gebraucht und irgendwann ist er kaputt. Nee. Naja, mal gucken. So, also Zaubertisch. Den da. Den und den. Und den da. Und dann haben wir den Schaumund-Table. Aber das Problem ist, wir brauchen Leder. Jede Menge Leder. Für Bücher. Und Papier. Jede Menge Papier. Und da müsste ich nochmal gucken, wo ich das herkriege, weil ich habe nämlich keine eigene Zuckerrohrfarm. Hier war noch was. Zuckerrohr nehme ich gleich mit. Und ansonsten. Da noch was. Ach genau, ich habe hier noch so. Oh, die Bücher reichen aber schon. Ups, da brauche ich keinen Zuckerrohr mehr. Ich hatte gedacht, dass ich eventuell mir selbst die Bücher machen müsste. Aber ich habe ja noch welche aus den Dörfern mitgenommen. Von vor Ewigkeiten. Da kann ich mir jetzt mal schön sparen. Okay, bin ich dabei. Ach genau, noch was hier unten übrigens. Hier hat jemand Schilder gemacht. Deine Leinen wurden mal wieder geklaut, so wie es aussieht, sind die Leinen despawned. Aber sind nicht despawned, weil wenn sie despawned wären, dann wären ja alle Leinen despawned. Aber die Leinen hier waren ja noch da. Die anderen Leinen aber nicht. Es haben also nur zwei Leinen gefehlt. Also vermute ich mal, dass nur die zwei Leinen geklaut wurden tatsächlich. Weil wenn Leinen despawned wären, wären alle despawned. Sind sie aber nicht.
Und ja, irgendjemand Nettes hat das die hier dann eingeordnet und deswegen wäre auch nicht so verkehrt, irgendwie so ein Stall reinzumachen oder so. Handelsplatz? Ich muss mich doch entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Gucken wir mal. So, wovon wir auch viel haben, sind Eier. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Eier. Und da ich nicht mehr bei mir reinfeuer, fahre ich einfach durch die Gegend. Irgendjemand freut sich dann über ganz, ganz viele Hühnchen, die da rumlaufen. Flup, 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 wechseln sie. So. Aber jetzt Bücherregale machen. Und zwar aus dem Holz, was wir schon so haben. Wir brauchen, braucht denn 15 Stück, oder? War es nicht immer 15? 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Bücherregale. 15 Bücherregale brauchen wir. Früher waren es 30, da muss man noch zwei Reihen aufeinander machen. Wurde aber auch geändert. Von daher finde ich das gar nicht mal so schlecht. So, dann kann man hier ein Stack rausmachen. Und ja, kommen wir auch nochmal ein Stack raus. So, gucken, für wie viel das schon mal reicht. Wir brauchen nochmal Bücherregale eigentlich. Das, was ich das letzte Mal Bücherregale gemacht habe, das ist schon ein Weilchen her. Ah, das schickt schon was. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Das schickt. Kommt her. Und dann haben wir schon alles. Oh ja. Oh ja, oh ja. Erde kann wieder weg. Das macht jetzt nichts, dass hier unten Erde draus geworden ist, weil ich muss ja eh Platz schaffen. Dann kommen eh die Blöcke drüber und dann wird es eh wieder verschwinden. So, Bücherregale. Ah, also da, 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 da. Ich darf ihn ja nicht verbauen. Einmal verbaut und abbauen und neu machen. Jump. So. Okay. Hätten wir das und den Zaubertisch in die Mitte. Bam, bam, bam. Wir haben einen Zaubertisch. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Und hier daneben kann man vielleicht auch noch so kleine Kisten machen, dass es kein wirkliches Lager ist. Aber dass da vielleicht so Lapis oder sowas hier in so eine Kiste rein tun, oder? Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken und irgendwie dann dekotechnisch noch rumwursteln. Aber okay, wir haben jetzt endlich einen Verzauberungstisch, der auch auf Level 30 verzaubert. Schau mal, nicht schlecht. So. Dann zum Thema Schmiede. Dachte ich halt hier hinten, dass so ein Ofen reinkommt. Dann müsste ich eventuell mal Clay mir besorgen. Habe ich eigentlich Clay irgendwo? Wenn ich Clay habe, kann ich da gerade mal Bricks draus machen. Wenn nicht, dann muss ich das mal anders mal machen. Keine Ahnung. Wenn das Lager dann komplett umgezogen ist, dann ist hier oben auch wieder Platz und alles mögliche. Muss ich wieder hochlaufen, aber... Habe ich irgendwo Clay? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich für einen Schrott wieder eingesammelt habe und welchen Schrott ich nicht eingesammelt habe. Sieht jedenfalls noch nicht nach. Warum sind so viele Eier hier drin? Nein. Nein, 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 nein. Auch schon wieder. Jeder Kiste ist irgendwo Eier drin. Da ist ein Ei. Da sind Eier. Hier sind ausnahmsweise mal keine Eier drin. Auch keine. Aber hier sind Eier. Hier sind Eier. Und hier sind Eier. Das Eierception hier. Warum sind hier so viele Eier? Okay, das war noch separat extra und so. Das war ja für Zeug, wenn sich das Ganze, wenn die Situation hier so ein bisschen stabilisiert hat. Wenn die Schmieden und alles stehen. Und da vorne verschwinden Blöcke. Da baut wahrscheinlich gerade einer ab. Und zwar von oben runter. Aber der Spieler ist halt so weit weg, deswegen wird er nicht angezeigt. Wenn die Bude hier steht, dann spawnen sich immer das Zeug hier endlich mit rein. Aber solange so ein bisschen Chaos noch ist, ich habe keine Ahnung, was draus wird. Ich warte lieber, bis ein bisschen Ordnung reinkommt. Es ist ja, geht ja nichts verloren und geht schon so. Und ja, haben wir auch noch Eier drin? Nein, außen war es auch keine Eierkiste. Hier haben wir Eier drin. Haben wir hier Eier drin? Hier haben wir Eier drin. Ich habe in jeder Kiste Eier drin. Heute Abend gibt es Rührei. Oder nee, das weiß ich nicht. Mal gucken. Hier war nichts drin. Haben wir auch wieder Eier drin. Warum? Wir haben in jeder Kiste Eier. Bis auf hier sind Blätter drin. Aber das ist, ja. Und da hinten sind auch keine drin, aber... In jeder Kiste hier oben Eier. Keine Ahnung, wie das geht. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ich habe zu viele Hühner. Und wetten jetzt schon wieder ein paar neue da? Ja. 7 neue Eier. Ich habe zu viele Eier. Jo, Spark has Balls und so. Und dann, gut, vergessen wir das. Das hätten wir dann schon mal abgeschlossen. Ich tue mal die Bücher ein bisschen raus und dann, Clay habe ich weitestgehend... Jetzt habe ich gar nicht geachtet, ob ich hier irgendwo Clay drin habe. Habe ich Clay drin? Ich dachte vielleicht, dass ich das ein oder andere Claim eingesammelt habe. Ich war sowas von den Eiern gerade abgelenkt. Nein. Da ist Clay, sage ich noch. Aber ich brauche, glaube ich, ein bisschen mehr. Denn die nehmen wir dann zum Kochen, Braten, was auch immer. So, da das rein und das raus, raus. Bone Meal raus und den Rest fahren wir jetzt. Sorry, mein Hals, ich bin noch so ein bisschen, keine Ahnung, schlopprig da. Nichts Schlimmes.
Nee, basiert. So, und halt Kohle habe ich ja vorne schon eingeordnet. Und dann, ach genau, Öfen fehlen noch. Irgendwo hier unten zum neuen Lager. Dann Öfen vielleicht so in der Mitte so verteilt. Mal Öfen hier an der Seite. Soll eine Schmiede sein? Ach nee, komm hier vorne zur Schmiede. Gut, komm zur Schmiede. Sorry, ich vertue mich immer. Ich muss immer so sortieren. Wie machen wir es am besten? Und keine Ahnung. Okay, zum Brennen nehme ich allerdings Holzkohle, weil die ist einfacher oder einfacher zu kriegen als normale Kohle. Und ja. Gut, müssen aber trotzdem nochmal hoch, weil wir haben unten noch keine Öfen. Und dann einfach Bricks draus machen und dann machen wir Stufen draus und so einen kleinen Ofen da hinten rein, wo der Schornstein oben aus der Wurzel raushängt und dann sollte das gehen. Und dann können wir das irgendwie aufteilen hier. Okay, in 8er Portionchen. Und zwar in, ja, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Öfen und dafür auch 8 Kohle, denke ich mal. Logischerweise. Und dann haben wir das am schnellsten so durchgeschmolzen. So in der Art und so in der Art. Ich glaube, ich habe zu wenig Öfen, ne? Ja, ich habe zu wenig Öfen. Das heißt, ich den nochmal rein, den auch nochmal rein, den nochmal rein. Clay ist irgendwie so ineffizient. Du musst wahnsinnig viel farmen, um einen so einen Block rauszukriegen. Das ist der Wahnsinn. Naja, gut. So, die Öfen sind da am Befeuern und ich hoffe mal, dass ich bald XD das abbauen kann. Und, ja, Redstone-Blöcke für automatische Farmen. Müssen wir nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob es das so lohnt. Ich habe gehört, dass wir ein eigenes Farmteam dafür haben. Die armen Schweine dürfen dann jede Menge farmen ohne Ende und kommen dann... Oh je, das wäre echt zu viel. Aber eventuell schafft man das sogar, eine etwas größere automatische Farm zu bauen. Und machen wir mal. Gut, so. Dann. Was ist das nächste? Warten, bis es oben fertig ist und eventuell ein bisschen runterbuddeln. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Keine Spitzhacke, kein Gornischt. Cobblestone. Spitzhacken machen mal so zwei Stück. Denn unterirdisch müssen wir die Dinger freigraben. Jetzt wieder so ein kleines Unterwurzellager und ähnliches Zeug. Und von daher, ein paar Spitzhacken wären schön. So, oben brutzelt es noch und wir buddeln uns so ein kleines bisschen hier runter und heben so einen kleinen Raum aus, wo weitere Kisten reinkommen. Und so ein ganz kleines bisschen habe ich noch vorgemacht, aber dann habe ich keine Spitzhacke mehr und dann war Feierabend. Und ich setze mal eine Fackel rein, damit ihr was sehen könnt. Ah, geht doch. Gut, so, die Frage ist, wie groß machen wir das? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber, ja. Für Dekurs gesorgt, kommt dann noch. Und ich dachte eventuell, dass... Ja, also das hier, hier kommen schon die Wandblöcke rein. Das hier ist schon freigeräumt. Und dass wir hier so Treppe runtergehen, einen Block Platz zur Seite haben und hier dann so ein bisschen ein kleiner Raum ist. So eine Art, also ein bisschen ausbuddeln müssen wir halt. Ist aber auch wieder so ein bisschen ödes Zeug. Vielleicht soll ich das doch offscreen machen, dann die Deko im Video und ähnliches. Aber naja, das Video ist auch schon fast rum. Wir haben 13 Minuten voll und bevor ich es vergesse, ich habe es wahrscheinlich, ja komm, die meisten Leute gucken jetzt gerade eh nicht mehr. Heute Abend machen wir auch noch einen Livestream eventuell, weil es einfach gerade ganz gut passt. Also diesmal nicht am Sonntag, sondern heute Abend und wir verlosen in diesem Livestream eine Wildcard für Legend. Oh ja, da konnten wir was drehen und von daher, wisst ihr Bescheid. Also heute Abend gibt es eine Wildcard-Verlosung und ihr werdet dann am Sonntagabend nach dem Nexus-Fight gewitelistet. Ich glaube, so war die Regel, dass immer nach dem Nexus-Fight an den Tagen, wenn es Wildcards gibt, die Leute da draufkommen, damit das von der Performance so weiter klappt. Also genauso wie ich es letztes Mal einfach in einem letzten Verlosungsstream, in Anführungszeichen. Fragt mich nicht, wann während im Stream das Ganze kommt. Und ich glaube, wir fangen heute ein bisschen später an, so 19 Uhr, denke ich mal. 19 ist okay. So von 19 bis 21 Uhr, 21.30 Uhr, je nachdem, wie es läuft. Zur Not vielleicht noch ein bisschen League of Legends in der Nähe, je nachdem, wie die Laune ist. Aber ja, damit ihr Bescheid wisst. Und wir machen es wieder auch folgendermaßen, um es kurz zu erklären. Ich werde es noch in dem Ankündigungsvideo sagen, aber deswegen muss ich trotzdem nochmal ihr bitte erklären, weil das Ankündigungsvideo sehen die ganzen Leute nicht. Die gehen da einfach in, ah, okay, Stream, zack, draufgeklickt und dann zur Streamseite. Aber die gucken sich das Ankündigungsvideo an, aber man versteht da was Nützliches mit drin. Zum Beispiel wann und wie und wo, weshalb, wieso die Wildcard-Verlosung ist. Also Wildcard-Verlosung wird irgendwann im Laufe des Streams sein. Natürlich nicht sofort am Anfang, weil dann die meisten, viele Leute noch gar nicht da sind. So. Und nächsten Stream, wenn wir nächste Woche streamen, verlosen wir nochmal eine. Jedenfalls, das ist so der Plan, wenn das alles soweit klappt.
Gut, und ja, komm, das mache ich mir alles mal aus. Wie das genau geht, ihr müsst auf Twitch angemeldet sein und im Chat sein. Und ich habe da so ein Tool, wo ich dann draufklicken kann. Also klick und dann werden von allen Usern, die gerade im Twitch-Chat drin sind, einen rausgepickt, kriege ich einen Namen und dieser schreibt mich einfach mit seinem Minecraft-Namen an. Und dann ja, wird er einfach damit gewitelistet und gut ist. Kriegt er von mir IP und jo. Also müsst ihr dann kontaktieren. Aber das klären wir dann nochmal im Stream. Jedenfalls, sollt Bescheid wissen, guckt da vorbei und dann soll das Ganze gehen. In der Zwischenzeit sammle ich nochmal schnell das Clay hier oben ein und bin auch schon die Folge, weil das Ding muss heute noch hochgeladen werden. Und damit das einigermaßen zügig geht, darf die Folge nicht so lang sein. Weil je länger die Folge geht, umso länger wird es hochzuladen. Ganz einfache Regel. So, Clay habe ich raus, dann mache ich mal Bricks draus und dann machen wir einen Ofen draus. Und ansonsten wäre es auch schon von dieser Folge gewesen. Ups, ich rausgenommen. Wir sehen uns im nächsten Board oder im Livestream oder ein Spezialvideo, nachdem was da kommt. Bis dahin, lasst krachen und tschüss.